Hoch die Taschen, auf den Boss. Hier mal, was brauchen wir denn noch? Brot, Seife und Bildung dann, also Schule. Alter, wir haben 38.000, ey, wir haben so viel Kohle ausgegeben. Wir machen zwar stetisch plus, aber wir haben echt viel ausgegeben. So. Ach. Ach, 9 von 10. Bei Kleidung fehlt. Ach was. Was führt sie zu uns? Tatsächlich. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Brauche ich nicht. Bin Profi. Eigentlich müsste man. Eigentlich müsste man die Straßen hier umbauen. Früher oder später. Muss so 5 noch einmal Schafe bauen. Das muss ich machen. Finden uns überall die Kleidung. Die Kleidung sollte jetzt auf jeden Fall wiederkommen. Hoffe ich. Zum 12 Uhr will ich eigentlich Feierabend machen. Eigentlich. Wahrscheinlich dann. Ja, guck mal. Unsere Kohle, warum geht die gerade so krass runter? Und Cassie, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du einschaltest. Schön, dass du da bist. Fangen auf jeden Fall. Also, heute Abend gibt es ja eh wieder einen Stream. Machen wir mit Avatar weiter. Frontiers of Pandora.
Weil ich werde auf jeden Fall morgen auch wieder starten. Morgen in der Früh. Mit Anno. Ich muss sagen, also es lohnt sich mega. Es lohnt sich auf jeden Fall mega. In der Früh einfach so entspannt mit Anno in den Tag starten. Ist halt einfach so entspannt. Lohnt sich. Und macht Laune. Hallöchen. Dankeschön, Cassie. Vielen, vielen Dank für den Follow. Ja, auf jeden Fall morgen früh, also morgen. Mal gucken, wann ich denke mal so wieder wie heute zwischen 7 und 12 Uhr, denke ich, so um den Dreh. Hau ich auf jeden Fall wieder Anno an. Hat auf jeden Fall. Und ich hoffe, dir geht's gut. Ja, sehr schön. So, was müssen wir dann morgen alles machen? Also wir machen morgen auf jeden Fall die Sprengung. Da steht auf jeden Fall an, dann den Wohnungsviertel ausbauen, die Schiffe bauen. Und da bin ich mal gespannt, was sonst noch auf uns zukommt. Eine Schule müssen wir dann auf jeden Fall noch bauen. Ich muss hier das Lagersystem. Family und gutes Essen. Und gutes Essen. Und wir werden morgen den Onkel, naja, wohl vielleicht nicht morgen, aber vielleicht am Freitag in der Früh dann. Wir werden unseren Onkel so vernichten. So vernichten. Ich weiß aber, es wohl. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob man wirklich so die anderen Inseln so angreifen kann. Die anderen Parteien bestimmt. Das geht bestimmt. Und irgendwie übernehmen oder so. Ich nehme sonst immer so hektisch, einfach gemütlich Zeit zusammen. Herrlich, ja, das stimmt. Auch wenn es in Anführungszeichen nur vielleicht für einen Tag oder für
zwei Tage über Weihnachten oder so ist, aber allein das ist schon meistens die Rettung des Jahres eigentlich. Also auch so nach Weihnachten, so silvestertechnisch. Meistens ist es ja wirklich so, dass diese Woche oder die anderthalb Wochen am Jahresende meistens einmal alles rettet. Weil man da einfach wirklich um Welten entspannter drauf ist, wie halt das restliche Jahr. Weil man da einfach so ein bisschen vom Alltag einfach abdriftet. Was auch sehr, sehr wichtig ist. Für jeden. Für jeden. Oh, ich müsste ja vielleicht die Straßen noch ausbauen. Ja, was, komm. Hopp, das machen wir noch fix. So, Phase beginnen. Was? Und die Produktion im Laufen sind Wartungen erforderlich? Was für Wartungen? Ich würde jetzt einfach wie bei Herr der Ringe einfach, ne, jemanden vorschicken, der die Wand einfach hochjagt. Einfach ein Ork gegen die Wand laufen lassen. Das funktioniert doch schon. Setzt seine Felder und Wiesen in Stand. Er pflüget den Boden, er ägget und sät und rührt seine Hände früh morgens und spät. Das könnte auch ein Lied über Deutschland sein, über die deutschen Arbeitskräfte. So, let's go. Mehr Arbeitskräfte vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Nee. Ja, was für andere Gebäude, sind alle schwer beschäftigt. So, Bretter, Lager 0. Gut. Kein Lager außen Reichweite. Ach, scheiß drauf, ich mach das morgen. Ich mach das morgen. Schaut's denn da aus? Immer noch 9 von 10. Aber wir sind kurz davor. Wir sind kurz davor. Wir haben es schon gut aufgefüllt mit der Kleidung. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Das war das, das war das, das war das. Zunge. Ah, stimmt. Sprengstoffgeschäft. Das machen wir morgen in Ruhe mit dem Sprengstoffgeschäft. Da haben wir auch nochmal das. Stimmt. Okay, wir können, was können wir noch schnell fix machen? Wir können mal ganz fix. Plupp. Das hier machen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Doch, genau passend. Haben wir ja auch nochmal Pflasterstein drauf geklatscht. Eigentlich müssten wir die Seite hier dann, wenn wir die Kanonen und sowas selbst produzieren, wir müssen hier so einen fetten Geschützwall hinklatschen. Weil ich glaube, so geschichtlich gesehen, storytechnisch, dass der Onkel uns mal richtig auf den Sack gehen wird. Und ich glaube, der kommt nochmal richtig mit seinen Schiffen angedüselt. Um seine Konkurrenz zu plätten. Deswegen müssen wir die Seite hier auf jeden Fall nochmal richtig dann schützen. Aber von der Seite kann er nicht kommen. Und da kann er nicht kommen. Er kann von da nicht kommen. Von hier auch nicht. Von da. Ja, von da könnte er kommen. Aber er hat ihn. Okay, das ist eigentlich ganz cool auf der Insel. Wir haben rein theoretisch nur zwei Seiten. Zwei Fronten. Die da hier. Ganz lange. Und das kleine Eck hier. Eigentlich ist es gut. Das ist eigentlich richtig gut. Dann brauchen wir halt so viel Verteidigung. Brauchen wir dann halt so viel investieren.
Hier mache ich auf ein fettes Industriegebiet rein. Also hier baue ich auf jeden Fall nur die Industrie rein. Weil wir haben hier so viel. Wir haben hier Ölquellen, Steinvorkommen, Eisenvorkommen. Hier bauen wir die fette Industrie hin, weil das ist dann auch schön hier getrennt von der vom Wohngebiet. Weil dann können wir das nämlich hier, die ganze Industrie, was alles hier ist, einfach abreißen. Und können vielleicht hier auch noch so ein paar... Ja, wohl für eine Stadt ist es wahrscheinlich zu klein. Weil wir könnten hier nochmal so eine kleine Küstenstadt vielleicht hinbauen. Oder wir bauen einfach dann hier weiterhin eine kleine Küstenstadt. Oder hierhin, hier ist auch viel frei. Dann müssen wir das hier auf jeden Fall auch noch wegklatschen. Alles, was Industrie ist, weg. Es war damals bei Anno 1404 so gewesen, dass, glaube ich, die ganze Industriegebäude, ich glaube, die Luft verschmutzt hat. Auf jeden Fall, die Bevölkerung hat es auf jeden Fall gestört. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es hier halt genauso ist. Ich glaube ja. Sehr nice. Ich will um ehrlich zu sein gar nicht aufhören. Aber ich muss noch ein bisschen was machen. Ich muss noch ein paar Videos schneiden. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Die Holzbretter auch zu verkaufen, die bringen halt so gut wie gar nichts. Segel können wir auf den Verkauf nochmal 92 Stück. Nice. Und Schnaps können wir eigentlich dann auch. Ja, wohl nee. Ah, Fische. Da wird sich der Zukunftsragisch auf jeden Fall drüber freuen. Ah, wir haben echt viel heute geschafft. Wir haben echt viel geschafft. Ach du Ach nö. Nö, 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 nö. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Guck mal, das ist die Polizei. Da. Mobilisieren. Oh nee. Ich hab's nicht gesehen. Okay, wir müssen noch kurz warten. Tatü, tata, die Feuerwehr ist da. Shit. Aber wir haben bloß vier Löschfahrzeuge. Wir haben 5 brennende Gebäude. Hätten vielleicht die Häuser nicht so ganz dran bauen sollen. Das war vielleicht nicht gerade die beste Idee gewesen. Aber nun gut, wir haben natürlich auch, ne, hier die gut aussehenden Männer von der Feuerwehr, die auch bereits zur Verfügung stehen, dann den Jahreskalender zu fotoshooten. Weil wir haben nur 40.000 auf dem Konto. Wir wollen noch Millionär werden. Das funktioniert nur, ne, wenn Feuerwehrkalender, wenn es läuft. Bei 1.500 Bürgern, sagen wir mal die Hälfte Frauen, verkaufen wir ein 1.000er Stück. Das sollte laufen. Spätestens, wenn wir dann morgen eine Schule bauen,
Playboy 2.0. Wir brauchen die Moniten. Ich bin jung und brauche das Geld. So, warte mal, wir haben 21. 21 von Lena. 21. 22. Ah, jetzt müssen wir die Brücke auch, wenn es gar keinen Sinn macht, weil hier keiner lang läuft. Noch. Aber das ist egal. Kann man eigentlich... Quelle. Kann man eigentlich dann früher oder später so dekorationstechnisch auch irgendwas bauen? Dass man dekotechnisch auch vielleicht die Bevölkerung so ein bisschen beflügelt. Deswegen habe ich auch die ganzen Lücken mich hier freigelassen. Ich glaube, das gab es auch bei Anno oder was? Vielleicht bei The Siedler oder Banished oder was auch immer. Nee, das war bei, City Skylines war das gewesen, glaube ich. Da musstest du, konntest du mit Dekoration auch die Bevölkerung beflügeln. Dass die sich wohler fühlen. Ich hoffe, das geht auch in Anno. Aber hatte der das nicht da unten auch irgendwie so gehabt? Ja, guck hier, sowas zum Beispiel. Handel und Industrie werden good and sound. Also auch wenn es so Dekoration wäre, ne? Aber dass es halt besser aussieht. Natur. Hier, so zum Beispiel. Frage ist, ob wir sowas auch bauen können. Vielleicht geht's ja. Vielleicht geht's ja. Die Polizei haben wir noch gar nicht in Action gesehen, ne? Wäre echt schön. Also, wäre schön, wenn wir die nicht sehen würden. Reicht mir schon die Feuerwehr. Wenn die Kinder hier, ne, ein bisschen rumzündeln. Und da gibt es auch ganz viele Deko-Pakete. Allerdings weiß ich nicht, ob die alle für die Konsole gibt. Es gibt relativ viel auch für die Konsole. Es gibt relativ viel... vor 14, ich mache jetzt wirklich mal. Mal ganz kurz speichern.